So, willkommen zurück zum Let's Play von King's Bounty und ja, etwas schwächer. Uralte Ents, Hyänen und Jägerdorns. Warum nicht? Räumen wir mal ein bisschen das Elfenland auf. Es sind 14 uralte, 52 Ents und 1475 Jägerdorns. Und ein paar popelige Hyänen, die sind keine Gefahr. Die Frage ist nur, was mache ich denn hier? Ich hätte gern Feuer. Ich meine, die Hyänen kann ich einpennen lassen. Die anderen sind alle immun dagegen, so wie es aussieht. Hier steht eine Schatztruhe direkt im Weg für die Ents. Das ist natürlich ungünstig. Und hier steht ein Felsen im Weg für die Pflanzen da. Also eigentlich kann ich nur Hyänen direkt angreifen, hier mit den Reitern oder eben die Ents. Ich will mal die Hyänen angehen, denke ich mal. Beginnen wir den Kampf und holen wir uns einen Phönix. Warum nicht? Ich habe das Mana jetzt, ja. So. Dann will ich die einpennen lassen. Nein, ich hole mir ein paar Dornen dazu. Die sind immer praktisch. Sind es Bogenschützende? Bogenschießende? Nein, sind sie diesmal nicht. Schade. Auch nicht ganz ran. Ich bin mal gespannt, was die machen wollen oder werden. Ich beseitige erstmal ein bisschen die feindlichen Einheiten. Vor allen Dingen ein paar von diesen Ents hier. Natürlich habe ich auch einen Phönix. Uralt. Und da er Flammenattacken macht, sollte es effektiv sein, gegen diese Baumpflanzenwesen. Oh, er ist tot. Nein. Naja, wenigstens hat er etwas gemacht. Die vermehren sich nur, okay. Und rennen und spucken mich dann voll mit ihren Wespennestern. Haben die uralten Ents eigentlich auch Wespennester? Ja, haben sie auch. Machen 50 bis 90 Giftschaden. Von denen kann ich jetzt gerade nicht sehen. Nehmt mal ein bisschen Wut mit. Und dann stürme ich drauf zu. Dafür sind die Ritter da. Neue Runde, neues Glück. Er schläft noch für 3 Runden, das heißt, wir können uns am besten Dings besorgen. Und als Zauber nehme ich Schmerzspiegel. Der ist nicht sehr effektiv hier gerade. Aber ist auch auf Stufe 1. Flammenpfeil, habe ich nicht auch Flammenwaffen? Irgendwas, was mir Flammenwaffe gibt. Ich habe Flammenpfeil, ja. Immerhin, aber trotzdem mache ich wohl lieber was anderes. Segnung. So. Töte ich mal die Hyänen hier. Sind die schon mal weg. Und dann wird geschnappt. Nach alter Art. Dann werden die Hyänen hier beseitigt. Und ihr schießt auf die Pflanzen da hinten, dann sind die auch weg. Und meine Pflanzen können sich auch bewegen. Oder sie schnappen sich einfach nur den Schatz. 2400 Gold. Meine Feuerpfeile sind verbraucht. Ich kann also nur Eispfeile schießen, aber das bringt nicht so viel. Mach ich mal die Pflanzen da weg. So, nun geht's ans Gekloppe mit den Ents. Das kann eine ganze Weile dauern.
Dings schießt. Oh ja, meine Bogenschützen. 56 Bogenschützen sind gestorben. Das ist, glaube ich, ein Fall für Wiederauferstehung. Ja, definitiv. Die muss ich wieder haben. Oder möchte ich gerne wieder haben, besser gesagt. Oh, kritischer Schaden. Gut gemacht. Na gut, die Ents kommen weg. Unterweltkling könnte ich machen. Naja. Nicht sehr effizient, muss ich sagen. Und ihr? Was macht ihr? Vielleicht könnt ihr ja die Schläge von denen hier einstecken. Dings. Ja, okay, sie haben die Schläge eingesteckt. Sehr gut gemacht, Pflanzen. Sehr gut. Okay, die alten Enden sind weg. Bleiben ja nicht mehr viele. Geht mal einen Schritt zurück und dann beschwört neue Dornen. Dahin. Wiederherstellung geht noch nicht wieder. Der Feind wird zurückschlagen. Verteidigt euch einfach mal nur. Die haben ja auch 1000 Lebenspunkte, die uralten Ents. Die sind langsam. Aber nichtsdestotrotz urgefährlich. Uralt. Uralt gefährliche Ents. So, ich glaube, ich dürfte genug Mana haben für eine weitere Wiederherstellung. In der nächsten Runde. Ja. Wen hole ich zurück? Noch mehr Bogenschützen. So, das sollte es dann gewesen sein mit den Ents. Schick. Also, 4 Reiter, 4 Königsschlangen verloren. Der Wald wurde ein bisschen sicherer. Oh, hier sind noch mehr Gegner, okay. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Wenn ich ehrlich sein soll, weil mein Mana ist ja auch aufgebraucht. Gab es hier nicht irgendwo einen Mana-Brunnen? Ist das denn eine starke Armee? Auch etwas schwächer und da sind auch uralte Ents dabei. Kobolde, Interessant. Aber direkt so einen Mana-Brunnen sehe ich jetzt gerade nicht. Gleich stark. Riesen sind dabei. Ich könnte natürlich einen meiner neuen Mana-Tränke zu mir nehmen. Und das mache ich auch. Und weil ich verrückt bin, greife ich diese Truppe an. Ich soll wohl das Gebiet hier. So, es sind Stufe 4 Jäger. Das ist schlecht. Stufe 4 Einhörner. Stufe 5 Riesen. Okay. Also schlafen bringt hier gar nichts. Außerdem haben wir ein blödes Wespennest hier. Ich würde gerne die Elfen da beseitigen, wenn es geht. Das kann ich, glaube ich, durch Beschuss besser machen. Greife ich hier direkt die Einhörner an. Und sie wuppt. Damit beschleunigt. Einpennen wird hier keiner. Das bringt nichts, solange ich keine Segnung habe. Wartet etwas ab. Okay, Sturmangriff! Autsch. So, jetzt geht es darum, die feindlichen Bogenschützen zu beseitigen. Sind
ja auch ganz viele. Ja, sie schießen mal auf meine Pflanzen, das ist nett. Oh, sie haben nur den Schatz genommen, die Riesen. Okay, meine Ritter werden verprügelt. Aber die kriegen dafür das Wespennest ab. So, ich mag die Riesen nicht, deshalb werde ich die als erstes beseitigen. Dings, komm mal her. Normalerweise macht Dings ja verschiedene Sachen, entweder heilen oder... Da ist Dings. Oder angreifen, aber wenn man ihn in der Gegend von vielen Gegnern aufstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er dann halt auch entsprechend die Gegner angreift, weil er bewegt sich nie von hier, von der rechten Seite rüber zu unserer Seite. Das macht er in der Regel nicht. So, die Riesen sind weg. Ein Problem weniger. Brennt! So, die werden gleich erledigt sein. Kümmere ich mich mal um die Einhörner. Ja, sie greifen meine Schlangen an, aber das hat sie auch gut angefressen. Nein, nicht meine Bogenschützen. Naja, zum Glück war es die schwächere Truppe. Dings erledigt die Jäger nicht sofort. Ja, meine Reiter und Schlangen, die müssen wiederhergestellt werden. Ich mache erstmal die Schlangen. Pferde sind weg. Sehr gut gemacht. Gut, dass ich die geheilt habe. Jetzt hätte der Schaden eventuell nicht ausgereicht. Ja, die schießen auch weiter. Tötet sie im Nahkampf. So, nur noch zwei. Und, natürlich werden meine Pflanzen von Wespen angegriffen, aber das tut denen nahezu nichts. Oh, Dings heilt unsere Reiter. Naja. Ist auch ganz nett. Wiederauferstehung auf die Reiter. Da halten sich meine Verluste dahingehend ein bisschen in Grenzen. Ja, 8 Bogenschützen, 2 Schlangen, 2 Reiter und doch 5 Triaden. Und ein bisschen Böses. Oder Bösen. Sie haben den Bösen berührt. Das haben wir wohl. Etwas schwächer. Mein Mana muss ich auch wieder auffrischen. Geht das nicht bei den Elfen? Apropos Elfen, kann ich irgendwas Cooles kaufen? Nein, ich kann bloß Kobolde oder Ents kaufen nochmal. Und meine Zwerge sind hier bei den Elfen eingarnisoniert. Ich glaube, die Kanoniere fühlen sich hier nicht so wohl, aber sie können diesem Captain Mushrook Gesellschaft leisten. Die Zwergen- und Elfenallianz muss ins Laufen kommen. Greifen und Popelkram etwas schwächer. Wenn mein Mana sich noch ein bisschen schneller auffüllt. Was ist eigentlich mit diesem Einhorn los? Wir können ja mal mit dem reden. Kann ich mit euch sprechen? Mensch, ich habe schon lange... ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Illunium. Ich hörte, die Einhörner seien magische Kreaturen. Ihr seid aber anders als die, die ich bisher sah. Das liegt daran, dass ich ein schwarzes Einhorn bin. Ja, die habe ich aber auch schon gesehen. Und besiegt. Ich wurde unter Verwendung der schwarzen Künste künstlich gezüchtet. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch meine Geschichte, Mensch. Ja, hau weg.
Ich heiße Lunium. Ich kann mich daran erinnern, im Land des Todes aufgewachsen zu sein, nämlich im Labor von Velizar, dem schwarzen Magier. Die Welt dort war leblos, bedrückend und grau. Meine Brüder und ich kannten weder Mutterliebe noch die Wärme des Sonnenlichts. Oh. Eines Tages kam ein anderer Magier, Ilean, der Druide, zu Velizar und kaufte mich und einige meiner Brüder frei. Er brachte uns durch das Tor der Regeneration in eine wundervolle Welt mit grünem Gras, Bäumen, singenden Vögeln und plätschernden Bächen. The birds are singing, isn't it beautiful? Er gab uns diese Welt. Er sagte, man hätte uns von dort entführt, als wir noch kleine Fohlen waren, und er ließ uns frei. Jetzt bin ich mein eigener Herr und die weißen Einhörner erkennen mich und meine Brüder sogar als Anführer an. Uhu. Nun, wenn ihr möchtet, werde ich ihn suchen und ihm eure Worte übermitteln. Das wäre fantastisch. Sagt ihm meine Worte der Dankbarkeit. Der Druide muss irgendwo im großen Wald zu finden sein. Leider kann ich meine Herde nicht schutzlos zurücklassen, um ihn selbst aufzusuchen. In Ordnung, ich werde ihm ausrichten, dass ihr ihm unendlich dankbar seid. Auf Wiedersehen. Das ist ja mal eine Quest. Wir sollen einfach nur Dankbarkeit übermitteln. Was haben wir hier denn? Kristalle. Ja. Noch mehr Böses. Wie geht's denn, Egnum? Er ist voll. Kann ich ihn auch überfüttern? Ich mache mir gerade Sorgen, dass er zu dick wird. Wie viel soll ich ihm denn geben? Wenn er gefressen hat, könnt ihr ihn dem Zauberer zurückgeben. Füttert Egnum. Die Belohnung hängt davon ab, wie voll sich Egnum frisst. Okay, also je voller wir ihn machen, desto besser. Also wir könnten den wahrscheinlich jetzt schon abgeben, aber je mehr Bösen wir ihm geben, desto größer wird die Belohnung. Und das will ich natürlich gerne haben. So. So, wo sind diese komischen Wölfe jetzt abgeblieben? Da in der Nische, okay. Dann kommt mal her. So, eins Wölfe, oder Werwölfe besser gesagt. Stufe 3 Kreaturen, Stufe 1 und Stufe 4. Reiter, ihr kümmert euch um die Einhörner. Druiden, ihr lasst die alle einpennen. Und ihr... Bogenschützen kümmern sich dann um die Ents. Also, erstmal Schaden machen, würde ich sagen. Weil wenn ich das nachher mache, dann wachen sie alle wieder auf. Ich könnte natürlich auch hier denen das Leben entsaugen. Ich würde sagen, am besten den Einhörnern. Tut mir leid, Ilunium, aber diese sind auf der falschen Seite. Ganz eindeutig. Dann darf ich natürlich nicht beschleunigen vergessen. Und dann wird gepennt. Alle drei pennen. Und ich schlängel mich mal hier ran und beiß diesen End. Und hier werden die Einhörner gerammt. So, da brauchen wir noch einen Feuerpfeil hier auf die abschießen. Tötet aber auch nur maximal zwei. So, die Einhörner sind nahezu platt. Die größte Bedrohung momentan sind die Ollen. Ents. Ich schwebe mal ein bisschen weiter vor und hole dann meine Pflanzen, weil dann brauchen sie nicht so lange, um in den Nahkampf zu kommen. Aber es sind auch Bogenschützen. Okay. Dings, du könntest Quatsch machen, deshalb lasse ich das. Ich mache aber nochmal Segen hier. Ein paar Schritte zurück und platt. Werwölfe sind wieder aufgewacht. So, die Ents sind weg. Gut. Der größte Brocken ist hinüber. Aussaugen von Seelen. Das hilft bei den Kobolden. Das hilft bei den Kobolden anscheinend ziemlich gut.
könnte ich euch erreichen. Wartet mal ab. Ja. Schießt die Wölfe! Ah, sie verängstigen meine Dryaden und Bogenschützen. Aber es sind in Wirklichkeit Elfen. Oh, was macht ihr? Okay, wenigstens etwas Richtiges eigentlich, so. Gesehen, ich fand das jetzt nicht ganz verkehrt. Ja, jetzt kann Dings auch kommen. Aber ich glaube, Dings wird gar nicht mehr zur Anwendung kommen. Was ich tun muss, ist Heilung. Aber auch nicht ganz schlecht. Doppelschuss. Genau richtig. Genau richtig. Und das war's. 11 Königsschlangen verloren und eine neue Stufe. Mal sehen, was wir kriegen. Erstmal schwarzes Loch oder Wut nehmen. Ich mach Wut nehmen. Auch wenn mich das... ja gut, dann kriege ich mehr Wut. So, Mana oder Wut? Dann steigere ich Mana. Ja. Neue Runen bekommen. Wir können Heiligen Zorn auf die dritte Stufe hieven und das mache ich auch. Dann haben wir das auf Maximum. Plus 15 Angriffskraft, wenn es gegen Dämonen und untote Kreaturen geht. Und das ist schon bemerkenswert. Hier gibt es auch nochmal eine Geistrune zur Belohnung. Nein, nicht direkt dafür, aber trotzdem. Hey. Das Nekromanten. Tja, viel habe ich jetzt nicht mehr, was ich unbedingt noch haben möchte. Vielleicht das hier noch, Beherrscher der Geister, dass die mehr Erfahrung kriegen. Okay, warum nicht? Es gibt schlimmere Belohnungen. Hier gibt es noch ein paar Zaubersprüche. Geisterklingen, 3 Stück. Mehr Bösen. Was haben wir hier für ein Tor? Ein riesiges mechanisches Tor. Die riesige Tür. Offensichtlich ein Werk der Zwerge. Offensichtlich, ja. So bulkig. Das blockiert den Weg. Das Schloss, das sie verschließt, sieht so ungewöhnlich aus, dass sofort klar wird, es gibt nur einen Schlüssel, der sie öffnen kann. Tja, wer auch immer mir den dann geben wird. Ich kann 107 Mana verwenden. Hier oben sind noch etwas schwächere Greifentruppen. Ja, dann kümmere ich mich mal um die. Sorry, Greifen. Ah, das ist eine ganze Menge. Da ist, glaube ich, sinnvoll, wenn ich weiter hinten stehen bleibe. Es sei denn, ich kann sie ja alle einpennen lassen. Das heißt, in Nahkampf zu gehen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber... Nee, nee, nee. Ich mache das anders. Ich hole mir ein paar Dornen herbei. Und dann wird abgewartet. Sollen sie kommen? Ist natürlich hier auf das Ballern. Oh, die werden sich in mehrere Gruppen aufteilen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ich schnapp mir erstmal ein bisschen Wut. Dann kriege ich 20 Wut dazu. Das ist echt eine super Fertigkeit. So komme ich ganz schnell an die mächtigen Sachen. Können die mich erreichen? Nicht ganz. Ja, feuerfrei. Wozu habe ich sie mitgenommen? Ja, sie teilen sich auf, war klar. Und können mich dann erreichen. Genau so war es. Ach, diese Rolle Spezialfertigkeit ergreifen.
So, jetzt habe ich eine ganze Horde von Greifen vor mir. Es könnte doch happiger werden, als ich dachte. Ich segne mich. So, was könnt ihr machen? Ihr könnt sie einpennen lassen. Genau. So. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ganz vergessen, so die Schlangen greifen diese Truppe an. Bogenschützen, schnappt euch welche, die schwächer sind. Die da zum Beispiel. Danke. Ja, die teilen sich auch wieder auf. Nur einer. Die blockieren einfach so viele Felder. Einen Schritt zurück und Feuer frei. Sonst noch was? Jetzt wird sie alle aufwachen lassen. Macht mal diese Greifen da weg, die nerven. Dann haben wir noch zwei große Stacks hier, um die ich mich natürlich zwangsläufig kümmern müsste. Sich auch wieder auf. Hört auf, meine Bogenschützen anzugreifen. Okay, die sind eh wach. Au. Die Dragen können gar nichts machen, außer neue Pflanzen herbeirufen. Welche sind es diesmal? Na, Kriegerdorns. Alles Kriegerdorns. Ja, wie wär's mit einer Eiskugel? Direkt in euren Rücken. Da habt ihr was zum Angreifen. Was zum Spielen. Okay, greift ruhig meine Pflanzen an hier. So. Was haben die jetzt vor? Greifen sie meine Kugel an? Nein, Bogenschützen. So. Dann gibt's Kloppe. Lauft einfach weg. Bonk. Stack übrig. Und wieder Auferstehung, bitte. Und das war's. Ganz, ganz viele Greifen sind gefallen. 498. Und zwei Reiter von mir. Aber dafür kriegen wir eine Truhe mit. 8400 Gold. Greifenei liegt hier rum, das können wir uns jetzt mal nehmen als Belohnung, auch etwas Böses. Er ist nach wie vor voll. Kann man den voller als voll machen? Hier lief doch irgend so ein Druide rum. Hier sind Einhörner. Da. Etwas schwächer als Betrachter und Feuerspinnen dabei. Kobolde. Also eine Fernkampf, also zwei Fernkampfeinheiten. Die Druiden, vor denen habe ich nicht so viel Angst. Meditation wäre auch nochmal eine Idee. Dann kann ich mein Mana wirklich schneller regenerieren. Das spart mir Zeit. Wir müssen hier durchwalzen. Aller Macht.
dachte, da wäre was. Frodo, ich sehe Elben. Ja, sie sind auf unserer Seite. Halt ihr! Halt ihr! So, Betrachter, Betrachter, hier geht, ja, okay. Mhm. Aber wir sind Stufe 3, aber sind immun gegen Geistzauber. Die Druiden haben zumindest magische Widerstandskraft. Und die Kraft des Waldes. okay. So, Sturmangriff auf die Betrachter gleich. Haltet euch bereit. So, ich würde sagen, lass ich jetzt schon pennen. Da hole ich mir erstmal Dorn zur Hilfe. Pennt, ihr Druiden, pennt. Gute Nacht, Miraculix. Warte ab. Und du wirst einfach in die Betrachter reinstücken. Da nochmal schöne Doppelpfeile. Ja, die Betrachter. Die sofort tot sind. Danke. Ah, die Feuerspinnen rennen da noch rum, aber ich mache erstmal die Betrachter fertig. Hier soll keiner von mir einpennen. Oh, das tut weh. Naja, nicht so sehr. Hey! Sie wurden gesegnet, meine Elfen. Wut nehmen bringt mir hier nicht so viel. Aber ich kann die Einhörner schnappen. Dann hätte ich gerne noch ein paar Dornenfreunde. Noch nicht. Ah, sie nehmen ordentlich Anlauf. So, die Einhörner sind weg. Das ist wohl der gefährlichste Brocken hier. Jetzt kriegen die Elfen auch noch Gottesrüstung. Also die Elfen kriegen gerade wirklich alles hier an positiven Geschichten. Aussagen von Seelen. Bringt am meisten was bei den Feen dort. Oder wir nehmen uns mehr Wut. Ich sag mal deren Seelen aus. Segne mich. Ich habe das Mana jetzt, ja. Die Feuerspinnen sind platt. Die Druiden dürfen auch fertig sein. Da kommt der große Brocken dran. Den gesegneten Elfen. Die Druiden konnten gar nichts machen. Sie haben einfach gepennt. Die Elfen werden weiterhin gesegnet. Oh. Spuckt. Fertig. So, wir haben mich verloren. 7 Ritter. Oh, ich wollte sie noch heilen. Ich habe es ganz vergessen. Das war ja. Ich dachte, oh, das kann ich mir noch ein bisschen aufsparen, aber da war schon vorbei. 9, zu wenig Reiter. Aber ich krieg dafür einen Banner. Ah, die Elfenbehausung. Reden die jetzt mit mir? Ja. Guten Tag. Es ist Illyrio. Es ist zu schade, dass ihr ausgerechnet in solch harten Zeiten nach Elinea kommt. Seid ihr deshalb so traurig? Was bedrückt euch? Ihr seid scharfsichtig. Fast schon zu scharfsichtig für einen Menschen. Was soll das denn heißen? Ja, mein Herz ist voller Liebe und auch Trauer. Ihr fragt euch nun sicherlich, wie diese beiden Gefühle miteinander zusammenhängen. Hm? Ah, nicht wirklich. Du hast deine Liebste verloren, denke ich mal.
Das will ich euch sagen. Es gibt da jemanden. Ich liebe sie über alles, aber uralte Traditionen hindern mich daran, ihr meine Liebe zu gestehen. Diese veraltete Tradition ist für mich zu einem unüberwindbaren Hindernis geworden. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass jeder Elf ein eigenes Blumensymbol hat. Nein. Als meine geliebte Mirea geboren wurde, ist eine Rune mit dem Symbol der wunderschönen Blume Gerharius gefallen. Der Tradition entsprechend muss ich diese Blume finden und sie meiner Geliebten vor die Füße legen, um ihr meine Gefühle zu offenbaren. Und was ist das Problem? Habt ihr eine Pollenallergie? Mensch, ihr sprecht zu einem Elf. Eure Krankheiten sind uns unbekannt. Wir werden nicht krank. Diese Blume ist sehr selten und sie blüht nur im Herzen des großen Waldes. Alleine habe ich keine Chance, den gefährlichen Weg dorthin zu überstehen. Aber meine Familie ist reich und ich biete euch eine großzügig bemessene Belohnung, wenn ihr mir die Blume bringt. Gut. Ich akzeptiere. Die werde ich ja sicher irgendwo finden. Oh, ihr Totster der Tollen, ich bin so glücklich, euch wieder in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, moin. Habt ihr die wunderschöne Blume Gerharius gefunden? Gerharius? Gerharius? Nein, Elrio, ich habe die Blume noch nicht gefunden. Ah, es gibt Elfengesänge. Schön. Erinnert mich auch wieder an... Dingens. Vollgestopft. Okay, es geht noch weiter. Er ist jetzt vollgestopft. Wir können ihn also noch weiter stopfen. Finden noch mehr Führung. Hier ist die Karte gerade ein bisschen unübersichtlich. Da sind noch gleich starke Truppen. Ganz viel Böses liegt hier rum. Es liegt hier einfach so rum. Oh, da sind auch Gegner. Etwas schwächer. Da hinten sehe ich auf jeden Fall Kristalle. Ich kümmere mich erstmal um diese hier. Oh Mann, okay, Seefeen, die kann ich verzaubern. Die Werwölfe kann ich auch verzaubern. Eigentlich kann ich ja alle einpennen lassen. Okay, dann machen wir das. Erste Amtshandlung, Schlaflied. Dann beschleunigen. Schnell dahin! Masse, die hier sich breit gemacht hat. Okay, die sind weg. Oh. Nein, wir sind geschwächt. Also Angriffskraft ist reduziert worden. Wie dreist. So, Wut nehmen wir jetzt dumm. Aussaugen von Seelen könnte effektiver sein. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar. So, die sind weg. Schnappen wir uns den nächsten Stack. Machen, greifen meine Ritter an, natürlich. So, Aussagen von Seelen spare ich mir noch auf. Hm, vielleicht solltet ihr woanders hinlaufen. Okay, sind alle aufgewacht, jetzt kann ich auch wieder Feuerpfeile verschießen. So, Aussagen von Seelen. Ja, warum nicht?
lohnt sich am ehesten bei denen da. Wiederauferstehung. Noch nicht. Ich schleudere noch ziemlich heftige Blitze. Naja, hat auch was gebracht. So, jetzt halt wieder Auferstehung für die Reiter, das lohnt sich. Und das war's. 12 Schlangen verloren. 5000 Feen haben wir erledigt. Nicht die Feen. Aber es gibt hier einen magischen Brunnen. Wir haben Böses berührt. Wir haben Böses berührt. Berühren auch Kristalle und noch mehr Böses. Vollgestopft. Geht das noch mehr? Hier gibt es Kobolde. Okay, keine Feen-Kobolde und noch mehr Greifen. Also Greifenmangel habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Noch mehr Böses. Und ein magischer Absorbierer. Der gibt uns Intellekt plus 1. Hey, hey. Hey. Na gut. Hier waren auch noch irgendwelche Gegner da hinten. Etwas schwächer. Gut, ich habe noch ein bisschen Wut übrig. Das ist ganz gut. Da kann ich nämlich hier Aussaugung von Seelen machen. So, Elfen sind hier. Die können einpennen. Die können einpennen, die Einhörner nicht und die Königsdorne ebenso wenig. Und dann gibt es noch Ents. Tja, Reiter, ihr kennt euer Schicksal. Hier müsst die Schläge einstecken, die anderen zugedacht waren. Ich klaue mir jetzt Wut. Was für eine Explosion. Schlaf, Kindlein, schlaf. Beschleunigen. Wartet ab. Ja. Wenn sie da schön eingeklemmt sind, dann können sie wenigstens keine neuen Truppen rufen. Und dazu brauchen sie ein freies Feld um sich herum und das haben sie hier gerade nicht. Ist die Frage. Oh, meine Bogenschützen stehen ein bisschen ungünstig. Ist das so? Ja, die Ents kriegen den Feuerpfeil ab. Gute Arbeit, Reiter. Steckt alles ein. Und die Schlangen kommen euch zu Hilfe. Pflanzen. Klingen wäre jetzt auch dumm. Oh, kritischer Schaden. Die Einhörner fallen in sich zusammen. Die Ents fallen auch daneben. Und jetzt machen sie ja, jetzt haben sie natürlich Platz und beschwören 163 von diesen Kreaturen hier. Ich sollte mich mal um die Elfen da kümmern. Ich kann natürlich auch eine Eiskugel dabei rollen lassen. Na gut. Das ist nie ganz vergebens.
Ne. Versuch war's wert. So, die Kobold ist auch weg. Und die Eiskugel ist nutzlos geworden dadurch. Dai. Und die beschwören auch wieder welche. Das ist wie so eine Kettenreaktion. Ja, aber gut, was kann die Kugel machen? Verteidige dich. Es sind bloß noch beschworene Einheiten übrig. Soll ich noch jemanden wiederbeleben? Noch ein paar Tomaten. Ist eigentlich Verschwendung, aber ich glaube, ich habe die meisten erledigt auf dieser Map. Magische Kristalle. Sonst noch was? Hm. Bis jetzt nicht. Vollgestopft. Verzehrte Bösen 15. Das klingt fast so, als wäre das das Maximum. Ich habe zumindest etwas mehr Führung durch Banner bekommen. Treuelfen. So. Wo zeigt die Karte denn hin? Nach Süden, ne? Ja. Da muss ich irgendwie hin. Das ist das Tor, wa? Ja, das Tor versperrt den Weg. Also ist meine nächste Station wohl wirklich das Totenland. Aber bevor ich mich da austobe, gehe ich zurück zu den Zwergen. Weil die haben noch ein paar Quests offen. Und hier ist auch noch dieser komische Kerl. Aber der kann warten. Nein! Nur noch 75 Draten. So, jetzt können wir natürlich versuchen, diese Egnum-Quest zu erledigen. Ich habe 15 Bösen gefressen. Ah, wie geht es meinem kleinen Egnum? Hat er schön gefressen? Er hat sich überfressen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ihr habt das Leben vieler unschuldiger Kreaturen gerettet und gleichzeitig mein Haustier gefüttert. Also dann gebt mir meinen Egnum, ich habe ihn so vermisst. Oh, er ist so fett geworden. Gut, reden wir nicht mehr über Egnum, reden wir über das Geschäft. Wie viele Runen bekomme ich fürs Füttern? Der Zauberer nahm das Haustier in die Hand und gab ihnen mehrere glitzernde Steine. Hier, nehmt sie. Ihr werdet sie sicher gut einsetzen, nicht wahr, Paladin? Sie haben 8 Gedankenruhen erhalten. Wow! Das ist Bombe. Aber ein Teil von mir fragt sich, ob es noch mehr Bösen gibt. Aber eigentlich ist er ja satt, oder? Ich wüsste nicht, wo es vielleicht noch mehr gibt. Frage, will ich dann noch mehr Gedanken, weil Gedankenruhen noch mehr davon zu kriegen, wäre super. Oh. Gucken wir erstmal wieder hier im großen Wald. Was ist mit euch Gegnern hier stark? Enzreiter, Königsdorn und Kobolde. Da ist ein Banner, das ich gern hätte. Oh Mann, Ruin. Nicht gut. Okay. Können einpennen, die Kobolde. Der Rest weniger. Hier ist eine komplette Sperre für meine Truppen. Oh Gott. Ich werde sie wohl näher an mich rankommen lassen müssen.
Phönix. Ich hole mir mal einen Phönix. Lass die schlafen wollen. Und dann lasst sie herankommen, wenn sie das überhaupt wollen, was ich bezweifle. Die Reiter erwarte ich gerade so ein bisschen. Natürlich müssen auch die Ents ein bisschen dezimiert werden. Diese Königsdorne da. Mach keinen Quatsch. Okay. Ich dachte, ich hatte auch schon eine Sorge, dass die da aufwachen werden und die Reiter haben direkt mein Phönix erledigt. Transversalis Teleport habe ich da gesehen. Der Phönix wird hier gleich wieder aufstehen. Zeit für Segnung. Und er steht wieder auf. Steh auf, Phönix! Erhebe dich aus der Asche. So, die Ents sind weg. Was machen die jetzt? Ah, greifen meine Druiden an. Natürlich! Meine Lieblingsfreunde. Reiter versus Reiter, das Turnierduell. Was ihr könnt, kann ich auch. Zumindest ein bisschen. Zeit zurück. Pennen die dann wieder ein? Wahrscheinlich, ne? Gut, wir sind gesegnet. Das ist schon mal gut. Und alle sind wach. Das heißt, Aussaugung von Seelen wäre angebracht. 5000 Schaden kann ich bei denen verursachen. Wow. Das hat sich gelohnt. Geh mal einen Schritt zurück und beschwört mal ein paar Pflanzen. So ist gut. Kra, kra. Lohnt sich wieder Aufstehung nicht. Hey, lass die Bogenschützen in Ruhe. Bitte. Sie haben euch doch nichts getan. Oh Gott, das ist schwer. Das ist tödlich. Und der Phönix ist endgültig erledigt. Er kann nur einmal wieder aufstehen. Danach war es das mit ihm. Okay, wisst ihr was? Holt die Dryaden zurück. Ja, sie spucken. Eine üble Angewohnheit. Ja, spuckt meine Pflanzen voll, dafür sind sie da. Dings, hilf uns! So, Dryaden. Dezimiert mal diesen Haufen hier. Der Feind wird zurückschlagen. Ja, ist wirklich eine starke Truppe, die mir gegenübersteht, muss ich sagen.
aus. Okay, die haben bloß einen blöden Zauber gemacht. Wäre schlimmer gewesen, wenn sie mich angegriffen hätten. Die Pflanzen können die angreifen. Die habe ich kein Problem mit. So, was machen die jetzt wieder? Oh, nur 7 Schaden gemacht. Gut, dass ich die abgeschossen habe vorher. Dings erledigt den Rest. Ja, du hättest ja auch ein anderes Ziel nehmen können, Dings, aber ist schon okay. Gute Nacht. Absaugung von Seelen. Pflanzen haben keine Seelen. Meine Pflanzen werden wieder angegangen. Nach wie vor. Legitim. Na gut. Ist in nächster Nähe erschossen. Ah. Kloppe, ich habe keinen Mana mehr. Dings! Hat sie leider nicht erledigt. So, schnapp weg. Ihr erledigt auch die restlichen hier. Hui, aber ein harter Kampf. 5 Reiter und 43 Bogenschützen verloren. Immerhin. Die kann ich leicht ersetzen. Wut nehmen oder Zeit zurück. Ich nehme nochmal Wut nehmen, dann kriege ich 25 Wut, also richtige Wutboni. Das ist eine gute Fertigkeit, um meinen Wutmeter sofort aufzuladen. Und hier ist der Geharius, ich sehe ihn schon. Ich würde auch sagen, wir brauchen neue Truppen, vor allen Dingen meine Duraden sind leider wieder mal dezimiert worden. Wieder mal haben sie mir das Genick gebrochen. So. Ich könnte noch einen Elfen mitnehmen, aber deswegen renne ich jetzt nicht ganz zurück. Ich nehme mir noch 4 Dryaden mit. Dann zurück und dann zu den Zwergen. So machen wir das jetzt. Bringt mich nach Darien. Von dort steht die Luftverbindung nach Korda ja zumindest, ins Zwergenland. Zum Zwergekönig. So, was mit Rina los ist, ja. Also, wie ich gelesen habe, muss man ihr vielleicht gar keinen Ring geben. Man kann auch einfach an ihr einen Kampf veranstalten. Was ich tatsächlich gerne tun möchte. Weil das ist mir jetzt vollkommen egal, wie ich das schaffe. Hauptsache, ich schaffe das. Gib mir den Ring her, sage ich nur. Oder ja, den verfluchten Ring vom Müller. Ich will den Müller endlich von seinem Fluch befreien. Weil sowohl der verkommene Hack als auch Rina sind mir egal. Sie gibt zwar einen Bonus auf Untote oder Räuber, je nachdem, ob sie Zombie ist oder Mensch. Aber lasst uns tauschen. Ich gebe euch 100 Goldmünzen. Ihr könnt dafür schöne Perlen kaufen. Ihr seid eine Halsabschneiderin. Ihr wollt den Preis für diesen lausigen Ring in die Höhe treiben. Wie wäre es mit 1000 Goldmünzen? Wie wäre es mit 500? Dann könnt ihr euch ein seidenes Kopftuch kaufen. Mein Geliebter hat es mir gegeben. Wie wäre es mit 1000 Goldmünzen? Ja, schöne Perlen für Rina. Gebt mir das Gold. Nehmt es, kauft euch Perlen. Danke, nehmt den Ring, ich werde schöne Perlen haben. Nein, endlich, herzlichen Dank auch, endlich. Ah, sie hat uns den blöden Ring endlich gegeben. So. Sie können diesen Gegenstand unterdrücken. Und das müssen wir auch. Gut, Hack. Dann unterdrücken wir jetzt den Ring, das ist ja das, was wir tun müssen. Der Müller hat diesen Ring in einem der Gräber gefunden. Für seine Gier hat er einen hohen Preis bezahlt.
Der Ring stellte sich als verflucht heraus und verwandelte den Grabräuber in einen Zombie. Warum ist die Angriffskraft von meinem Hammer des Krieges wieder... Warum ist der jetzt... Was ist los mit diesem Hammer? Ich hab doch... Habe ich gegen Zwerge gekämpft? Ich habe voll gegen die Elfen gekämpft. Warum nimmt er mir das jetzt übel? Verstehe ich überhaupt nicht. Was ein Penner. Oh ne, die Moral war wahrscheinlich bei 100 und sie ist gesunken, weil ich keine Zwerge in der Armee habe. Also muss ich jetzt definitiv meine Waffe wieder wechseln zur Piratenhellebarde. Darauf muss man dann auch achten. Ich könnte die jetzt wieder unterdrücken in einem Kampf, damit das wieder plus 4 Angriffskraft und minus 10% Führung der über Zwerge gibt, aber nö, so einen Kampf mache ich jetzt nicht deswegen. So ein Kleinkram. Wer bin ich denn? Bin ich der Aufpasser? Das ist gut so. Die Hellebarde ist zumindest eine Waffe, die nicht bestimmte Bedingungen erfüllt haben muss. Wie, du musst Zwergen in deiner Armee haben, sonst leidet meine Moral oder so. Waffen, deren Moral leidet. Wo gibt's denn sowas? Nur in King's Bounty. Ich habe den verfluchten Ring. Wie interessant. Nein, nein, ich glaube, ich nehme das jetzt lieber nicht in die Hand. Der Fluch ist ziemlich stark, das Risiko will ich nicht eingehen. Wie fühlt ihr euch eigentlich? Schwirrt euch der Kopf oder werden eure Füße taub? Was hat das damit zu tun, den Fluch aufzuheben? Verzeihung, gar nichts natürlich. Ich war nur neugierig. Es tut mir leid, aber im Moment kann ich euch nicht helfen. Das ist kein gewöhnliches Objekt, sondern ein lebendes. In diesem Moment sind die Hüter des Ringes in ziemlich aggressiver Stimmung. Sie werden nicht zulassen, dass ich die magische Struktur des Ringes untersuche und mehr schon gar nicht. Ihr müsst sie vernichten, junger Mann. Gut, ich werde den verfluchten Ring unterdrücken. Ich mache sowas nicht zum ersten Mal. Die Hüter unterdrücken, was meint ihr damit? Merkwürdig, hat man euch an der Zauberakademie nicht beigebracht, dass verzauberte Objekte eine Seele haben? Kurz gesagt, manche verzauberten Objekte erlangen ihre Eigenschaften über eine Seele, die ihnen ihr Schöpfer gibt. Solche Artefakte nennen wir lebend. Und manchmal agieren sie sehr eigenwillig, ja, das habe ich gerade gemerkt mit dem Zwergenhammer. Die wirkungsvollste und schnellste Methode, ein rebellierendes Objekt zu stoppen, ist seine Unterdrückung. Man muss in das Objekt hineingehen und einen Kampf gegen seine Hüter gewinnen. Gut, dann töte ich zuerst die Hüter des Rings und komme dann zurück. So, dieser Ring. Unterdrücken. Möchten Sie mit den Hütern kämpfen? Ja. Okay, sehr schwach. Bis auf die Türme vielleicht. Es sind nur ein paar Zombies hier. Das ist ja gar nichts. Das haben wir in 0, nichts geklärt. So, die werden alle nicht einpennen. Genauso wenig wie die Türme, weil das sind Türme. Und sie haben auch nur eine Gesundheit von 64. Die sind ja... Also nö. Ich könnte tatsächlich mal wieder einen Blitzschlag machen. Ja, eine ganze Reihe weggebrutzelt hier. So gefällt mir das. Bisschen Wut nehmen von denen allen. Vielleicht sterben die Türme sofort. Ne, die werden gar nicht beeinflusst. Hätte ja sein können. So, der Turm ist hinüber. Der Turm ist hinüber. Da komme ich nicht ganz ran, aber meine Schützen. So, und das war's. Jo. Damit ist der Ring normal. 50% normal. Ich habe den verfluchten Ring unterdrückt, wie ihr es verlangt habt. Hervorragend, jetzt kann ich die Struktur des Fluches untersuchen und einen Gegenzauber entwickeln. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich modifiziere die Struktur ein wenig und... Während er mit euch geredet hat, hat Shivarius gleichzeitig etwas mit dem Ring gemacht, der daraufhin blaue und rötliche Funken versprüht. Ich bin fertig. Der Zauber, der den Fluch von Müller entfernen wird, lautet Sobeas Rat Calberian Torus. Was den Ring angeht, ich werde ihn einschmelzen lassen, sodass er nicht noch mehr arme Leute tötet. Sobius Rat Klatu Verata. Ja, alles klar, vielen Dank. Neue Sachen? Nö. Ja, man sieht sofort, dass diese Quest eigentlich schon sehr viel früher hätte beendet werden müssen. Naja.
dachte, man muss nett mit dir sein und einen Ring suchen und ich habe keinen gefunden und deshalb dachte ich, hm. Stattdessen kann man ja auch einfach 1000 Goldmünzen in den Hals drücken und fertig. So, Müller-Zombie. Du wirst befreit. Seid ihr es? Habt ihr den Ring finden können? Hecht muss ihn haben, so viel steht fest. Ich habe den Ring gefunden. Ich habe von den Magiern sogar einen Spruch erhalten, der euch von dem Fluch befreien wird. Foltert mich nicht, macht schon, befreit mich von dem Fluch. Okay, Sobius Ratte, sibirischer Ring. Sobius Rat Kaberian Torus. Ich glaube, es war Torus. Es funktioniert, ich spüre, wie es langsam wärmer wird. Meine Beine gehorchen mir wieder. Es ist, als ob sie gerade aufgetaut wären. Der Spruch wurde korrekt ausgesprochen. Euer Magiepotenzial steigt. Intellekt plus 1. Hey, das ist immerhin noch ein Bonus, den ich gerne mitnehme. Genauso sollte es sich auch anfühlen. Bald schon werdet ihr wieder ein normaler Mensch sein. Ich gratuliere. Hab Dank, ich spüre bereits, wie die Menschlichkeit in mich zurückkehrt. Ich glaube, ich kann sogar den Duft von ofenfrischem Brot wieder wahrnehmen. Ich hoffe bloß, dass ihr damit aufhört, Gräber auszuheben. Nächstes Mal könnte ich mich für einen viel einfacheren Weg entscheiden, ein Dorf von einem Zombie zu befreien. Nicht nur einfacher, sondern auch schneller. Endlich. Jetzt müssen wir bloß noch dem Dorfmeister hier von der Beendigung der Quest erzählen. Es hat nur ein paar Wochen gedauert. Und wart ihr bei Müller? Ja. Aber ihr habt keinen Müller mehr, er hat sich in einen Zombie verwandelt. Oh, ich wusste doch, dass diese Ausflüge auf den Friedhof ein schlimmes Ende nehmen würden. Wie oft habe ich ihm gesagt, komm zur Vernunft, Bob. Die Toten werden es dir nicht vergeben, wenn du dir ihre Gräber entweist, Bob. Was sollen wir jetzt nur ohne Müller anfangen? Macht euch keine Sorgen, ich habe ihn bereits vom Fluch befreit. Oh, vielen Dank, ich hatte bereits vor jedem Schatten Angst. Was, wenn der Müller gekommen wäre, um mich zu holen? Warum habt ihr solch Angst vor ihm? Habt ihr dem armen Kerl etwas getan? Warum glaubt ihr das? Wir waren die besten Freunde. Nun, das ist eure Angelegenheit. Ich habe anderes zu erledigen. Auf Wiedersehen. ...70 Erfahrung, 1700 Goldmünzen. Oh. Das ist so wenig im Moment. Er findet einen Weg, den Fluch von Rina zu nehmen. Okay. Danach haben wir schon die Zwergenquests offen. Habe ich ja wieder alle bis auf Elfen, ja. Okay, gehen wir zu Rina. Wie viel Intellekt habe ich denn? 19 wieder, okay. Ja, ich habe den Zauber gefunden, der auf deiner Liebsten lastet, Hack der Verkommene. Ausgezeichnet, aber wisst ihr, schreibt ihn mir besser auf ein Blatt Papier. Wir heben den Fluch, der auf Rina lastet, im Moment besser nicht auf. Das verstehe ich nicht. Steht ihr etwa auf Zombiefrauen? Sie fing an, hinter meinem Rücken mit dem Finger auf mich zu zeigen und dann beschloss sie, mich loszuwerden. Dann beschlossen sie, mich loszuwerden. Sie wer? Rina war mir eine große Hilfe. Beim ersten Anschlag auf mich witterte sie das Gift in meinem Essen. Das zweite Mal fing sie, als man mit der Armbrust nach mir schoss, den Pfeil ab. Untot wie sie ist, hat es ihr nicht geschadet. Hat er ihr nicht geschadet. Ja. Versucht doch mal einen besseren Leibwächter zu finden. Oh mein Gott, Rina ist Hacks Nadelkissen. Wunderbar. Hack, du wirst immer sympathischer. Kann ich dich bitte töten? Kann ich dich bitte töten? Spiel, gib mir eine Dialogoption, um diesen Kerl endlich zu beseitigen. Dieser Kerl ist ja genauso schlimm wie der Winged Birdman aus Winged Warrior. Dieser Charakter, der ständig wieder auftaucht und am Ende sogar ewig ist. Einer der Charaktere, die ich unbedingt loswerden wollte. Und sie tauchen immer wieder auf. Das sind so diese, wie nennt man das, Creator's Pets, Lieblinge eines Autoren oder eines von irgendwem, der das gemacht hat. Ja, dieser Charakter, den finde ich so cool, der muss immer wieder auftauchen. Und stattdessen erzeugt das den gegenteiligen Effekt beim Spieler, der sich denkt, ich hasse diesen Kerl, warum taucht er mal wieder auf? Hack ist auch so ein Charakter. Sie isst nichts, sie schläft nichts, sie muss sich nicht mal ausruhen und sie verlangt keine Bezahlung. Und sie liebt mich so sehr. Wow, wow. Selbst wenn ich sie zurückverwandeln könnte, würde ich doch nie eine bessere Frau finden.
Gut, schreib da auf. Sobius Rata Caberian Taurus. Ich würde ja gerne was anderes draufschreiben, damit Rina sich in ein Monster verwandelt und ihn auffrisst. Ich habe verstanden. Nun gut, mein Freund, ihr habt mich befreit. Ich stehe in eurer Schuld. Mhm. Ich wünsche euch ein glückliches Familienleben. Ja, sicher nicht. Oh, Mann. Immerhin gab es ein bisschen Erfahrung und Gold. Ich würde das gerne eintauschen gegen die Möglichkeit, ihn umzubringen. Es gibt so Charaktere. Und man denkt, nein! Zumal dieser Charakter ja auch sehr... Ich meine, was... Er lässt sie als Zombie herumlaufen, einfach weil es ihm gerade in Kram passt. Weil sie keine Bezahlung verlangt und nichts. Das ist Ausnutzen im Quadrat. Dann hat er auch noch geholfen, die Zwergenminen zu überfallen, wenn auch unwissentlich, aber das kann man ja leicht sagen. Also, nee. Gut, wir sind zurück in Korda und wir müssen jetzt als nächstes wohl... zum oberen Hadar zurück. Okay, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play King's Bounty. Bis dahin.